Wurde aber auch Zeit. Na, Halleluja, was hast du für Sorgen? Was mache ich nun damit? Ich habe für 25 Cowboys gekocht. Wo sind die Jungs? Oder sollen wir etwa die Herde Texas-Rinder allein nach Nevada treiben? Wisst ihr was? Ich kündige... Das sagst du heute schon zum dritten Mal, Halleluja. Ich habe einen Grund dafür. 25 Portionen Mittagessen sind im Kessel und niemand isst sie. Die kommen nach uns, Halleluja. Es wird alles kalt. 25? Ja, alle 25. Cartwrights, wie stellt ihr euch das vor? Ihr lasst einen Mann für den ganzen Haufen kochen? Von morgens bis abends muss ich Brot backen, muss Suppe kochen und Feuerholz machen. Das ist zu viel für einen. Bindet die Pferde dort an. Sind das unsere Leute? Das sind nur ein paar Vorreiter. Die sehen nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ich konnte sie nicht auswählen. Es gibt nur wenige, die Vieh so weit treiben. Brazos! Horst, das ist unser neuer Vormann. Brazos, mein Sohn Horst. Tag, Brazos und weiter? Brazos, das genügt doch. Ja, Brazos hat diese Leute mitgebracht. Sie begleiten unseren Track. Wo hat er die aufgegriffen? Sicher im Gefängnis. Vielleicht ein paar. Eine Rinderherde durch die Wüste zu treiben, ist kein reines Vergnügen. Dafür sind harte Burschen gefragt. Die scheinst du ja gefunden zu haben. Ach, Brazos, da steht Essen für euch. Morgen früh geht es los. Brazos, ich will keinen Ärger haben. Aber Mr. Cartwright, Ärger wird immer nur der haben, der seiner Sache nicht sicher ist. Wir haben es auf Wasser und Holz. Da stehen Bäume und das Wasser ist da hinten. Treibt ihr eine Herde nach Norden? Was bringt dich auf so eine Idee? Wir führen unsere Rinderherde nur spazieren. Wir wollen, dass die Rinder genug Appetit kriegen und nicht zu dick werden. Hier, das Holz ist da hinten. Wer ist der Herdenbesitzer? Mr. Ben Cartwright, nun hör auf, Fragen zu stellen. Hier, Wasser findest du auch da hinten. 10 volle Eimer gehen ins Fass. Ja, Sir. Stellt Mr. Cartwright vielleicht noch Leute ein? Mensch, ich habe einen Haufen hungriger Treiber zu versorgen und kann nicht auf deine vielen Fragen antworten. Ja, Sir. Würde es Ihnen etwas ausmachen, ihn zu fragen? Mein Name ist Sam Jackson. Du solltest dir angewöhnen, nicht so viel zu schwatzen, wenn du arbeiten sollst. Vielleicht werde ich ein Wort für dich einlegen. Vielleicht auch nicht. Ich verstehe. Danke, Sir. Wer ist das? Ein junger Mann, der einen Job braucht. Der macht auf mich einen guten Eindruck. Ja, du hast ihn gleich beschäftigt? Halleluja. Würdest du in Zukunft das Wasser selbst holen und auch das Holz schlagen? Das gehört nicht in meinen Aufgabenbereich. Mr. Hoss, ich werde nur dafür bezahlt, dass ich koche. Und lassen Sie gefälligst Ihre schmutzigen Hände von meinen Donuts. Die sind frisch gewaschen. Wenn Sie essen wollen, helfen Sie dem Jungen beim Holzschlagen. Jemand müsste jetzt Wasser holen. Der alte Tacke war ein feiner Mann und wusch sich in der Bratpfanne. Halleluja, du bist so unmusikalisch wie ein Maultier. Warum lieben die Maultiere meinen Gesang? Weil sie dich für einen Verwandten halten. Die Axt ist doch gar nicht so schwer. Davon kannst du doch nicht so erschöpft sein. Natürlich nicht. Ich verstehe was von Echsen. Hab sie mein Leben lang geschwungen. Bestimmt hast du damals mehr zu essen bekommen. Gib her. Ich werde dich ablösen. Halleluja sollte wissen, dass man niemanden mit leerem Magen zum Holzhacken schickt. Du suchst Arbeit? Ja, einen Job. Was kannst du? Reiten, Vieh treiben, Lasso werfen. Und weiter? Ich kann lesen und schreiben und von Buchführung verstehe ich auch was. Tatsächlich?
Ich verstehe von Rindern viel mehr, als diese Buschräuber es jemals könnten. Naja, das will nicht viel heißen. Halleluja wird warten. Das dürfte auch für eine Mahlzeit genügen. Bring ihm das, dann gibt er dir was zu essen. Okay. So, Halleluja, das reicht wohl für eine Mahlzeit. Es hat ja auch lange genug gedauert. Ich habe einen neuen Treiber. Ein zartes Kerlchen. Ja, bestimmt ist er unterernährt. Hey du, komm her. Das ist... Ich weiß auch noch gar nicht deinen Namen. Sam Jackson. Sam? Sam ist Schlaupaar. Er kann lesen, schreiben, rechnen und er versteht sogar was von Buchführung. Du willst einen Job, Junge? Ja, Sir. Ich hätte einen Job dringend nötig. Brazos! Ja, Sir. Er ist der Vormann. Brazos, das ist Sam Jackson. Geben Sie ihm Arbeit und nehmen Sie ihn gleich mit. Ja, Mr. Cartwright. Komm mit, Sam, ich zeig dir alles. Ein netter Junge. Stimmt das nicht? Doch, doch, ich war nur so in Gedanken. Warte. Sam Jackson, bist du entlassen worden oder ausgebrochen? Ich will dir einen Vorschlag machen. Du stellst keine Fragen und du wirst durch mich keinen Ärger haben. Abwarten. Wir wollen mal sehen, wer wem zuerst Ärger macht. Du und ich hatten schon immer die gleichen Ideen und jetzt? Ist es auch noch so? Ich habe gesessen. Du nicht. Buch? Ja, sehr gut. Zeig mal. Hey, Pa. Die Pickwick hier von Charles Dickens. Ein schönes Buch. Und gefällt es dir? Ja, ich finde es gut. Ich habe es von zu Hause mitgenommen. Woher kommst du, Sam? Von weit her. Was verstehst du unter weit her? Ich komme aus Nagadosis. Ein weiter Weg. Du sprichst nicht wie ein Texaner. Ich bin auch kein Texaner. Meine Mutter ist nach dem Tod meines Vaters zu Verwandten gezogen. Ach, Sam, warum bist du denn hierher gekommen? Wissen Sie, ich möchte es gern zu etwas bringen. Das kann man aber nicht in so einem Nest wie Nagadosis. Wenn Sie erlauben, möchte ich mich jetzt hinlegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Netter Kerl. Und so wohl erzogen. Ja, wirklich, Pa. Was missfällt dir an ihm? Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Irgendwas stört mich an dem Jungen. Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, was ich nicht mag. Jetzt fällt mir ein, wie er mit unseren Fohlen umgeht. Das finde ich sehr merkwürdig. Die sind aufgeregt und unruhig. Wenn man die immerzu nur herumjagt, dann hat man sie bald verdorben. Johnny! Immer noch der Alte. Wortgewandt ist er und er weiß, den Revolver zu ziehen. Ich bin Sam Jackson. Nicht so aufgeregt. Was willst du eigentlich hier? Etwas Privates, das ich selbst erledigen muss und das du mir nicht verderben willst. Ich will dir doch nichts verderben, ganz im Gegenteil. Mit der Peitsche hat Sheriff Logan mich davongejagt. Ich fühle die Striemen immer noch. Das vergisst man nicht so leicht. Tut mir leid, Brazos. Das muss ich allein erledigen. Thank you.
bezahlen Sie die Männer aus, Captain? Sie haben einen Teil des Lohns verdient. Verdienen ist das eine, bares Geld haben das andere. Wenn die Jungs in die Stadt reiten, stellen sie an einem Tag mehr Unfug an als Sie in Ihrem ganzen Leben. Sie werden wie Ratten über die Stadt herfallen. Etwas musst du mir jetzt verraten. Was? Warum nennen dich die Leute Halleluja und nicht Jeremias? Jeremia? Tja. Wir werden noch sehen, wer Jeremia ist. Willst du denn nicht auch in die Stadt mitreiten? Ich spare das Geld, Mr. Hicks. Was dagegen? Nein. Wofür willst du es sparen, Junge? Nun, ich will es zu etwas bringen und dafür braucht ein Mann viel Geld. Ich finde es beunruhigend, wenn ein junger Mann so etwas sagt, denn es ist unnatürlich. Wie ich sehe, beabsichtigen Sie, mit Ihrer Herde hier zu rasten. Haben Sie vor, Ihre Leute in die Stadt gehen zu lassen? Ach, ist das ungesetzlich? Mein Name ist John Logan. Ich bin der Sheriff von Waco Station. Ich schlage vor, die Männer hier im Lager zu behalten. Ich bin Ben Cartwright, Mr. Logan. Meine Männer sind schon sehr weit geritten, Mr. Logan. Sie verdienen eine Abwechslung. Ich werde Sie nicht aufhalten, wenn Sie gehen wollen. Die äußerste Grenze ist an der Front Street. Wenn einer die Grenze überschreitet, wird er wegen Landfriedensbruch verhaftet. Wehrt sich einer, leg ich ihn um. Guten Tag, Sir. Mr. Logan, Gesetze befolgen ist eine Sache. Aber töten eine andere. Wenn Sie auf meine Männer schießen, kriegen Sie es mit mir zu tun. Ich habe Sie vorsorglich gewarnt. Johnny? Ich fürchte, Sie irren sich, Mister. Mein Name ist Sam. Sam Jackson. Ja, ganz recht, ich habe mich geirrt. Ich hatte geglaubt, wir hätten uns gekannt. Früher mal. Es ist schön, alte Freunde wiederzusehen, nicht, Kleiner? Ich hab's mir überlegt, Mr. Cartwright. Ich möchte meinen Lohn. Du hast also auch was vor. Ich will in die Stadt gehen. Die Grenze, Mr. Cartwright. Wenn wir nun weiterreiten, wer will uns aufhalten? Zwei Schrotpatronen. Wir reiten also nicht weiter, Jungs. Sind wir ein feiger Haufen, Captain? Uns kann kein Sheriff ins Boxhorn jagen. Ah, Brazos, ich hätte wissen müssen, dass Sie dabei sind. Er ist mein Vormann. Ich kenne ihn. Schenken Sie dem Blechstern keine Beachtung, Captain. Er bedeutet nichts. Ziehen Sie den Revolver, Logan. Ich warte nur drauf. Den Revolver weg. Hier wird nicht geschossen. Steck ihn weg. Wir achten das Gesetz. Es wird nicht geschossen. Wer zu schießen wagt, den mache ich fertig. Das gilt auch für Sie, Sheriff. Sie werden sich für jeden Übergriff verantworten. Ich lasse keine Übertretung des Gesetzes zu. Also, Männer, die Stadt gehört euch. Aber nur dieser Teil. Ihr habt es gehört, Leute. Sam, eins würde mich interessieren. Warum hast du Brazos beigestanden? Ganz einfach, weil er jemand von uns ist. Eine Auffassung von Kameradschaft ist reichlich übertrieben. Du hast was gegen Sheriff Logan. Mr. Cartwright, ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Spiel nicht den Harmlosen, mein Freund. Beantworte meine Frage. Er ist mein Vater. Dein Vater? Du drohst deinem Vater mit dem Revolver? Ja, Sir. Und wenn ich die Chance dazu habe, lege ich ihn um. Ja.
Gäste belästigst, rufst du raus. Stell dich an die Theke und sei vernünftig. Ich bitte um Entschuldigung, meine Herrschaften. Er hat einen über den Durst getrunken. Haben Sie noch zu trinken? Wir haben noch reichlich da. Wunderbar. Alles klar, Sheriff. Ich brauche Sie nicht. Die Leute sollen etwas leiser sein. Was soll das heißen? Muss ich erklären, was ich meine? Ich verstehe mein Geschäft. Kein Sheriff braucht mir zu sagen, wie ich meinen Saloon führen muss. Dass in Ihrem Saloon falsch gespielt wird, weiß ich schon lange. Und ich erwische Sie noch. Passen Sie also auf. Er hat was gegen Sie, nicht? Er ruiniert die Stadt. $100, wenn er verschwindet. War das ein Angebot oder nur so dahingesagt? War das ein festes Angebot? Gefällt es dir hier? Ich find's ganz nett. Hübsch, nicht? Naja, nicht schlecht. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Wenn ich dich ansehe, weiß ich doch, woran du denkst. Willst du sie kennenlernen? Bemühe dich nicht, Brothers. Ich bin dir etwas schuldig, weil du mir vorhin geholfen hast. Komm mit. Sam, das ist Melinda Bowers. Melinda, das ist Sam. Ein netter Junge. Ich fände es ganz reizend, wenn dein Freund uns eine Flasche Wein spendieren würde. Wir unterhalten uns dann sicher besser. Gute Idee. Sam, spendier der Lady eine Flasche Wein. Mit Vergnügen, Miss Melinda. Ist schon bestellt. Schön. Logan. Ja? Was kann ich für Sie tun? Logan, mein Sohn oder ich werden Sie heute bei Ihrem Rundgang begleiten. Aha. Was versprechen Sie sich davon? Sie befürchten doch, dass meine Leute Ärger machen, wenn sie betrunken sind. Wir wollen von vornherein verhindern, dass hier sowas geschieht. Sie glauben wohl, Sie können mit Worten mehr ausrichten als ich mit meiner Flinte. Oh ja, es sind meine Leute. Mr. Cartwright, wie oft haben Sie schon eine Rinderherde bis in unsere Gegend getrieben? Schon sehr oft. Bei mir war es über ein halbes Dutzend, die ich angeführt habe, bevor ich Sheriff geworden bin. Ich hatte meine Leute genauso wenig in der Gewalt wie Sie jetzt. Ich weiß, was ich verantworten kann, Mr. Logan. Es ist der Abschaum der Menschheit, den Sie als Treiber angestellt haben. Sie sind auf Sie angewiesen. Sie müssen Ihre Leute im Zaum halten, sonst werden Sie aufbegehren. Sie werden mit 3000 Rindern verschwinden, 900 Meilen vom nächsten Markt entfernt. Das kostet Sie viel. Es ist meine Herde. Ich werde mich darum kümmern. Ich rede nicht nur von Ihrer Herde. Ich spreche von einem Dutzend verrückter Stockbetrunkener, denen es Spaß macht, in der Hauptstraße alle Fensterscheiben zu zerschießen. Wer das wagt, den knall ich einfach ab. Ich lege jeden um, der das macht. Sheriff, finden Sie das nicht übertrieben? Sie haben wohl noch nie gesehen, wie eine zerstörte Stadt aussieht. Nein, Sir, das haben wir nicht. Es muss schrecklich sein. Ja, das ist kein schöner Anblick. Häuser zerstört. Männer, die grundlos zusammengeschlagen worden sind, nur weil ein paar Cowboys Lust dazu hatten. Brennende Wohnhäuser. Und die Frauen. Die armen Frauen. Die bedauernswerten Frauen, die nie vergessen werden, dass betrunkene Männer über sie hergefallen sind. Ich weiß, dass es so etwas gibt. Auch bei uns. Vor 2 Jahren ist es auch in unserer Stadt dazu gekommen. Einer war Ihr Vormann, Mr. Cartwright. Er heißt Brothers, er war der Anführer. Er wurde an einen Wagen gefesselt, dann habe ich ihn mit Peitschenhieben aus der Stadt getrieben. Und jetzt ist er wieder hier und will Unheil stiften. Und Ihren Sohn, haben Sie den auch mit Peitschenhieben aus der Stadt gejagt? Sie wissen von der Sache? Ich weiß davon. Mein Sohn legt alles darauf an, den Tod zu finden. Dazu braucht er mich nicht. Hören Sie, es geht schon los. Worauf warten Sie noch? Ich bin ein reisender Wolf!
zerstöre alles meilenweit! Nicht, Herr. Ich mach das schon. Hallo, mein Mississippi. Vorsicht, Mann, nicht näher kommen. Ich bin ein gefährlicher Bandit. Oh, das glaube ich dir sogar. Er weiß, was er tut. Du bist der schlimmste und gefährlichste Killer, den ich je gesehen habe. Man ist glücklich, von dir abgeknallt zu werden, wenn man dir nur einmal die Hand schütteln darf. Schütteln wir die Hand, junger Freund, und dann schieße ich dich. Einverstanden. Ich sage dir ja, es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, von einem solchen Verbrecher den Tod zu finden. Aber an einem so schönen Abend sollte man nicht töten. Mein lieber Freund, wie konnte ich nur einen so netten Jungen wie dich erschießen wollen? Gratuliere aus. Ich bringe ihn in den Pferdestall, da kann er seinen Rausch ausschlafen. Gute Idee. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier im Saloon zu hocken? Das erzähle ich dir später. Ihr beide kennt einander? Zufällig. Was sollte das werden, mein Junge? Was geht Sie's an, was ich vorhabe, Mr. Cartwright? Ich habe dich als Treiber angestellt. Und dass die Rinder nach Nevada kommen, das geht mich etwas an. Bleib von Logan fern. Hier. Sorgen Sie dafür, dass der Junge hier bleibt. Was hat das zu bedeuten? Ich schlage vor, wir trinken noch eine Flasche Wein, Miss Bowers. Nein, es ist schon spät. Es wird höchste Zeit für mich, nach Hause zu gehen. Darf ich Sie begleiten? Ich glaube, Ihr Boss wird das nicht gern sehen. Sie wissen, was er gesagt hat. Hat er gesagt, ich darf Sie nicht begleiten? Es ist ewig her, dass mir jemand angeboten hat, mich nach Hause zu bringen. Ich hole mein Cake. Du scheinst dich mit der Lady sehr gut zu verstehen. Willst du sie nach Hause bringen? Ja. Sie wohnt jenseits der Grenze. Du weißt, was das bedeutet. Ich sorge dafür, dass sie gut nach Hause kommt. Gehen wir? Ja, gut. Was überlegen Sie, Cowboy? Ich wundere mich über Sie. Ihre Ausdrucksweise passt nicht zu Ihrem Gesicht. Vor allem passt sie nicht zu dem, was Sie sind. Die Zeit reicht nicht, um Ihnen den Zwiespalt zu erklären. Weiter dürfen Sie nicht gehen. Hier ist Sheriff Logans Grenze. Warnung! Die Grenze darf von den Viehtreibern nicht überschritten werden. Sie können gut lesen. Damit sind Sie gemeint. Was kümmert mich der blöde Sheriff? Ich bringe Sie nach Hause. Na gut. Es sind ja nur wenige Schritte. Ich wohne dort im Hotel. Miss Bowers. Nennen Sie mich doch bitte Melinda. Die anderen Cowboys tun's auch. Ich möchte Sie gerne etwas fragen. Sie wollen mich sicher fragen, weswegen ich so ein Leben führe. Ich will nicht aufdringlich sein. An diese Frage bin ich gewöhnt. Was ich meine ist, Sie haben doch nicht immer in Jake Rudebos Saloon gearbeitet. Erst seit ich die Viehtreiber kennengelernt hatte. Wer war das? Von wem sprechen Sie? Ein paar Leute, die wollten ihren Spaß haben. Jedenfalls zu Anfang. Männer wie Sie und Brothers und die anderen. Mir gefiel einer von ihnen sehr. Dann spielten die Jungs auf einmal verrückt. Sie waren nicht zu bremsen, sie zerstörten alles. Endlich kam John Logan und hat in der Stadt für Ordnung gesorgt. Hier gab es dann nur noch vernünftige Leute, die mit den aufsässigen Cowboys nichts zu tun hatten. Als einzige Möglichkeit blieb mir nur die Stellung in Rudebar Saloon. Die wollten doch nichts anderes als ein wenig Spaß. Erzählen Sie das nur nicht den Spießbürgern von Waycross. Gute Nacht, Kleiner.
Gute Nacht, Melinda. Ich muss als Sheriff nicht nur dafür sorgen, dass sich keine Betrunkenen prügeln. Ich bin die ganze Nacht in den Straßen der Stadt unterwegs und laufe meine Runden. Ich gehe nie denselben Weg, damit nicht einer auf den Gedanken kommt. Guten Abend, Hoss. Was tust du hier? Jenseits der Grenze. Es dürfte ja wohl keiner dadurch Schaden nehmen. Durch dich ist ja noch nie einer zu Schaden gekommen, nicht wahr? Du bist verhaftet. Du sperrst mich nicht ein. Du weißt, dass ich gesagt habe, ich werde mich nie mehr einsperren lassen. Und wenn du es versuchst, dann... Danke. Helfen Sie mir bitte. Da rein. Wie lange wollen Sie ihn hier festhalten? Solange, bis jemand die Verantwortung für ihn übernimmt und die Kaution für ihn bezahlt. Sam, du hast dich selbst in diese unangenehme Lage gebracht. Ja. Du hast gewusst, dass du die Grenzlinie nicht überschreiten darfst. Dann hätte er einen anderen Grund gefunden. Er hatte sich vorgenommen, mich wieder einzusperren. Ach, Sam, das kann ich mir nicht denken. Was wissen Sie denn schon? Sie können sich nicht vorstellen, was für ein Vater er ist. Als er mich das erste Mal eingesperrt hat, war ich noch ein Kind. Wirklich? Was hattest du denn ausgefressen? Gar nichts. Fast nichts. Ich hatte mich mit ein paar von Brassers Viehtreibern angefreundet. Wir hatten in einer Stadt alles kurz und klein geschlagen. Wir wollten Dampf ablassen. Jemand wurde durch eine Kugel verwundet. Es konnte jeder gewesen sein. Aber ich habe dafür ein Jahr Knast gekriegt. Mein Vater wollte den Leuten zeigen, wie hart er als Sheriff durchgreift. Sam, hast du dir überlegt, dass er damit nur versuchen wollte, dich vor schlimmeren Torheiten zu bewahren? Ja, das habe ich mir überlegt. Das ganze Jahr über habe ich sehr viel überlegt, auch wie ich mich dafür rächen kann, dass ich ihm den Knast verdanke. Mein Junge, du kannst nicht ständig mit Rachegedanken leben. Das werde ich auch nicht. Denn ich lege ihn um. Ich will einen meiner Leute auslösen. Wie viel? Es kostet Sie $25. Erst wieder laden, wenn du aus der Stadt bist. Warte draußen auf mich, Sam. Sie sind zu streng mit meinen Männern. Sie wussten doch genau, was passieren würde, wenn einer ihrer Leute die Grenze überschreitet. Wem hat der Junge geschadet? Hat eine Verordnung nicht befolgt. Wessen Verordnung? Die der Stadt oder Ihre persönliche Verordnung? Ich verstehe es durchaus, dass Sie in Ihrem schweren Amt durchgreifen müssen. Ich schätze es auch, wenn einer ein harter Bursche ist. Aber ich habe kein Verständnis, wenn ein Vater seinen Sohn wegen eines Prinzips einsperrt. Mein Pflichtgefühl lässt keine persönlichen Rücksichten zu. Warum hat Ihr Sohn Sie erschießen wollen? Weil Sie ihn ohne Grund verhaftet haben. Mr. Cartwright, das geht Sie überhaupt nichts an. Thank you.
Ich weiß, was Sie wollen. Meine Antwort ist nein. Ich hebe die Sperre nicht auf. Augenblick, John. Lassen Sie uns vernünftig reden. Die Stadt verliert dadurch viel Geld. Richter Armbruster hat recht. Es sind nicht nur die Viehtreiber, es gibt auch noch andere Leute, die zu uns in die Stadt kommen. Wenn Sie von dem Sperrbezirk hören, suchen Sie Ihr Vergnügen woanders. Die Stadt verliert mindestens 600 Dollar an Strafgeldern, die die Randalierer bezahlen müssen. Das ist mehr als Ihr Jahresgehalt, John. 75% der eingenommenen Gelder haben Sie für sich abgezweigt. Den Rest der Gerichtsdiener. Sie sollten sich... Ich kenne meine Pflichten. Ich muss dafür sorgen, dass in der Stadt endlich Frieden ist. Und dafür gibt es nur ein Mittel. Auf keinen Fall Fremde in die Stadt zu lassen. Und das ist die Aufgabe des Sheriffs. Wer weiß, wie lange Sie das noch sind. Jedenfalls bin ich das noch eine ganze Weile. Wenn ich dann entlassen werden soll, werde ich Sie hier erwarten. Guten Tag, Gentlemen. Nimm die Pferde. Vielleicht kann ich etwas für dein Gesicht tun. Halleluja, könnten Sie mir helfen? Hast du eine Eule gehört und den Elefanten gesehen? Setz dich und lass dein Gesicht mal ansehen. Entzückend. Unser Hoss ist ein Fachmann, wenn es um Prügeleien geht. Ja, er hat seinen kleinen Bruder aus allen Schlägereien rausgehauen. Fast an jedem Samstag sind sie aus der Stadt zurückgekehrt, Hoss mit Little Joe quer über dem Sattel. Ich wette, dass er ihm über 100 Mal die Haut gerettet hat. Mir aber nicht. Ich hab was anderes gehört. Es wird nicht lange dauern, dann ist das abgeheilt. Den Apfel haben sie geklaut. Was kommt davon? Habe ich dir nicht gesagt, dass du es nicht allein versuchen sollst? Ich erledige Logan noch. Gut, Johnny. Jetzt machen wir es auf meine Weise. Logan ist sehr empfindlich, was die Stadt angeht. Wenn wir dorthin reiten und Krawall machen... Ich habe dir doch schon gesagt, dass es sich dabei um eine persönliche Angelegenheit handelt. Du hast doch wohl nichts dagegen, wenn die Jungs und ich Logan aus der Stadt herauslocken. Rasos! Ja, Sir? Wir machen das auf meine Weise. Ja, Sir? Brazos, wir werden uns morgen wieder auf den Weg machen. Ist gut, Captain. Dann sorge ich dafür, dass die Jungs rechtzeitig aus der Stadt zurückkommen. Niemand geht in die Stadt. Wer es versucht, wird gewaltigen Ärger bekommen. Ganz recht, Captain. Falls Sie versuchen, mich und meine Jungs am Stadtbesuch zu hindern, werden Sie auch Ärger haben. Sie können sich doch sicher vorstellen, wie schwer es für Sie sein würde, die Rinderherde ohne uns nach Nevada zu treiben. Nur Sie, Ihr Sohn und der vertrottelte Koch. Sie drohen mir, Brazos? Nicht doch, Captain. Nicht gleich so aufregend. Das könnte Ihnen nur schaden. Ich begleiche nur eine kleine Rechnung. Mit Sheriff Logan und seiner Stadt. Mich peitscht niemand ungestraft aus. Mich interessieren Ihre privaten Dinge nicht. Ich finde, Captain, dass Sie da einen Fehler machen. Unsere Jungs interessieren sich für diese Probleme, nicht wahr, Freunde? Sie scheinen etwas sehr Entscheidendes zu übersehen. Die Burschen tun, was ich sage. Und nicht, was Sie sagen. Jetzt packen Sie Ihr Zeug und verschwinden Sie. Und ihr seid vernünftig. Ich habe euch als Treiber angestellt. Und ihr werdet eure Arbeit beenden. Ich fürchte, Sie haben sich wieder geirrt. Revolver raus, Jungs. Ihr Sohn soll die Waffe wegstecken. Tu es. Komm mit, Johnny. Du willst doch sicher deinem Vater einen Besuch abstatten. Tu's nicht, Sam. Ich kann mich da nicht raushalten, Mr. Cartwright. Ich muss einen persönlichen Streit zu Ende bringen. Was ist mit dir, Koch? Ich bleibe beim Captain. Das habe ich mir gedacht. Los darüber. Ihr zwei, nehmt ihnen die Waffen weg und passt auf sie auf, damit ihr nicht auf dumme Gedanken kommt. Los, Jungs! Jungs, wir freuen uns, euch zu sehen.
Wir haben noch gestern Abend dafür gesorgt, dass ihr hier nie wieder solchen Ärger habt. Richter Armbruster, sagen Sie unseren Gästen, was inzwischen geschehen ist. Wir wollen in unserer Stadt nur noch vergnügte Gäste haben. Die Geschäfte sind alle wieder geöffnet. Wir haben dafür gesorgt, dass Sheriff Logans Grenze aufgehoben wird. Die Geschäfte sind bis in die Nacht geöffnet. Die Stadt gehört euch. Das finde ich sehr nett von Ihnen. Männer, kennt ihr eine Stadt, die so reizende Einwohner hat? Hören Sie, Richter, wie wäre es, wenn Sie Sheriff Logan bitten würden, mit uns einen Schluck zu trinken? Tut mir leid, Sir, wir wissen nicht, wo er sich im Augenblick befindet. So ein unwissendes Kerlchen wird hier Richter? Freunde, ich ernenne hiermit einen neuen Richter, nämlich mich. Das wird die teuerste Strafe. Das ist eine Missachtung des Gerichts, Mister. Zeigt ihm, wie wir solche Missachtung bestrafen. Wagen Sie es nicht, mich zu schlagen. Rutschen Sie sich nicht ein. Der alte Mann in Ruhe. Er hat Ihnen doch nichts getan. Freunde, alle Drinks gehen auf Kosten des Hauses. Sie schlagen ja alles kurz und klein. Raus. Sam, unternimm doch etwas. Ich denke nicht daran. Gentlemen, Gentlemen, bitte lassen Sie das. Sie ruinieren mich ja. Und jetzt in die Stadt. Heute gehört sie uns. Was ist das? Hört doch auf, was soll denn das? Herr Bruder, dein Los ist in der Hand. Eins, zwei und drei mit ihm. Das kalte Wasser wird ihn beruhigen. Habt ihr ein Pech, dass ihr nicht mit in die Stadt reiten durftet und nichts zu saufen bekommt? Ja. Brazos wird seinen Leuten sicher genug Whisky kaufen, nicht Halleluja? Kaufen oder stehlen, er wird schon dafür sorgen. Halleluja. Hast du noch eine Flasche Whisky im Wagen? Na klar, Captain. Es gab bisher nur wenig Schlangenbisse. Ihr mögt doch sicher einen Schluck. Die Frage war überflüssig. Dann wollen wir mal sehen. Irgendwo wird noch eine Flasche sein. Wo habe ich sie denn hingestellt? Wo kann sie denn nur sein? Die werden sich wundern. Hast du sie gefunden? Noch nicht. Ich habe sie so gut im Wagen verstaut, dass ich suchen muss, weil ich nicht weiß, wo sie ist. Augenblick noch. Hier ist sie. Habe ich sie doch noch gefunden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Hier, Captain. Was für ein Zeug war das? Spiritus. Ich lasse denen doch kein Whisky in der Flasche. Wenn ich aus der Stadt zurückkomme, bekommst du eine neue. Pass auf die beiden auf. Staunst du, mein Junge? Warum kommt Sheriff Logan denn nicht raus? Er wartet ab, bis wir weg sind. Warum gehen wir beide nicht rein? Nicht so eilig, mein Junge. Die Leute wollen endlich mal wieder ihren Spaß haben. Kommt, Freunde! Im Saloon steht noch jede Menge Whisky. Haltet euch! So, ihr Hübschen, da werden wir. Bedient euch! So, Sie sind da drin. Ich hole Brazos raus. Dafür hat der Sheriff zu sorgen, Hoss. Ich habe nicht den Eindruck, dass der was unternimmt. Fragen wir ihn doch mal, was er vorhat. Zufrieden, Mr. Cartwright. Jetzt können Sie sehen, was passiert, wenn der Pöbel herrscht. Sie hatten recht, Sheriff. Die Leute sind mir weggelaufen. Jetzt sind wir Ihnen ausgeliefert und müssen Sie austoben lassen. Austoben? Es ist doch Ihr Job, für Ordnung zu sorgen. Für Ordnung sorgen?
Die Einwohner unserer Stadt erwarten von mir, dass sie bei ihren Geschäften durch mich nicht gestört werden. Das Geld, das sie mir bezahlen, bekomme ich nur dafür. Darauf wurde ich gerade wieder hingewiesen. Sie meinen, dass Sie gegen diese Krawallbrüder nichts unternehmen werden? Ich rühre keinen Finger, erst wenn ich von meinen Auftraggebern neue Befehle habe. Kein Wort glaube ich von dem, was Sie sagen. Nein, nein, nein. Das sind Ihre wirklichen Gründe, Logan. Wieso? Was meinen Sie? Ihr Sohn gehört mit zu der Bande. Sind Sie deswegen so entschlossen, hier drin zu sitzen und sich nicht zu rühren? Weshalb schämen Sie sich, Logan? Sein Vater zu sein? Was bleibt mir sonst zu tun? Soll ich rausgehen und ihn umbringen? Prost! Wollen wir eine Flasche Wein trinken? Ich schulde Ihnen eine. Was tun Sie denn hier? Wissen Sie, wo es besser ist? Ich habe geglaubt, Sie würden hier nicht mehr herkommen. Was? Wegen der randalierenden Viehtreiber? So war es und so wird es immer wieder sein. Es ist immer das Gleiche. Glauben Sie, dass sich das nie ändert? Natürlich könnte es sich ändern. Aber dann müssten die Bewohner zu Sheriff Logan halten. Von dem ist nicht viel zu erhoffen. Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Ich kenne ihn nicht. Er ist mein Vater. Ihr Vater? Ganz recht. Und ich werde ihn erschießen. Hey, Sam. Was habe ich dir gesagt? Ein prima Bursche. Ja. Der merkwürdigste Viehtreiber, den ich je getroffen habe. Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Es wird Zeit für uns. Ja, das stimmt. Kommt, Jungs, gehen wir! Komm raus, Sheriff Logan! Ach ja, er will es wohl so haben. Logan! Ich spreche mit ihm. Komm raus! Ich mach das schon. Er ist mein Sohn. Das ist mein Problem. Das ist der Augenblick, auf den ich sehr lange gewartet habe, Mr. Logan. Beweg dich! Also, mein Junge, nun tu, was du willst. Wie lange willst du denn noch warten? Schieß endlich! Nun schieß doch, du Idiot! Jesus! Dein Vater, Junge. Willst du ihm nicht helfen? Darf ich dir helfen? Ja, mein Junge. Also, Männer, bis Nevada haben wir noch einen weiten Weg vor uns.